Willkommen zurück zu The Witcher 3. Genau, irgendwas stimmt mit der Narbe nicht, schon. Weil war das schon immer so dunkel. Ja. Okay, Moomin soll man finden. Moomin. Ist ein schöner Name irgendwie. Ja. Moomin. Aber eigentlich sollte ich die zuerst fertig machen. Mach. Quest. Tun Sie das. Da geht's raus, gell? Yes. Aha. Naja. Die Quest führt mich nirgends hin. Ich muss ja wo sein. Ist aber nirgends. Das gibt's ja nicht. Ja, wo soll ich denn jetzt schauen, ha? Wo bist denn du gerade? Familienangelegenheiten. Nein, wo du ortmäßig bist. In Velen. Ja, du musst Velen durchsuchen. Ja, das komplette Gebiet. Ja, offensichtlich. Hm, das suche ich jetzt sicher nicht. Hoffentlich taucht es so nebenbei auf. Ich will gleich die Pocken aufwerten. Jetzt habe ich es vergessen. Nach was musst du Willen durchsuchen bei der anderen Quest? Hey Jungs, nach der Front vor uns. Ja, wahrscheinlich musst du vielleicht mit den Leuten reden oder so. Wahrscheinlich, ja. Was ist mit deinem Gesicht passiert? Nix. Das habe ich zerstört. Ja. Nicht so was Schlimmes wie mit deinem. Hm. Okay, ich könnte daher mal die Quest annehmen. Der Scheintod, beweg dich! Ich komme gar nicht zu Atem. Ja. Vielleicht hat mich letzte Nacht ein Wirkling erwischt. Woher kommst du? Wirkling? Die Sonne blendet mich. Du zu viel gesoffen. Eigentlich ist es ja blöd, mit der kompletten Rüstung und Waffen und so weiter schwimmen. Wer kann das? Die Schnauze ist blutig. Es hat nicht kampflos aufgegeben. Spur. Wo geht da jetzt? Ja, die geht aber. Sprich mit dem Auftraggeber. Wie kann ich das nicht gemacht haben? Ich weiß, aber ich will jetzt nicht machen, die Quest. Ich wollte die... Ich könnte das machen, so ein Hexauftrag, okay. Nein, ich will die... Die Moomin. Moomin. Fuck, bei mir. Diese Moomin. Also heute verstehe ich es wirklich nicht. Es hat den ganzen Tag geregnet und ich habe den ganzen Tag schon die blöde Allergie da. Ein Necker. Was ist ein Necker? Necker. So, verlieren wir ihn mehr. Ich hack's einfach um. Habe ich sein Gehirn rausgeschwitzt. Na, zurück mal jetzt nicht zum Looten. Und was einsteckt. Oh, die Sonne ist so hell.
Komm schon, komm näher. Meine Kleinen gestern zum Pilzepflücken geschickt. In den Wald. Ja. Dem Flieger winkt ein Sack. Will niemand diese Chance nutzen. Was bist du nur für eine Mutter? Jetzt bleibt mehr für die anderen. Ja. Na komm. Ich mache eine Säule und die Akquäre. Ach, schau mal, Quest da. Ja. Was? Hast du was Interessantes? Der hat Karten. Ja, viele sogar. Ich weiß eben nicht mal, ob ich die brauche. Oh, aber ich kaufe es einfach. Das kaufe ich auch. Wie wäre es mit einer Partie? Ich schon was zu wegen Nasentropfen, das gibt's nicht. Das könnte ich da rausschmeißen. Ah, scheiß an. Spielen wir so. Super, ich beginne. Okay, den Sommer brauche ich mal gar nicht. Das ist ein Regen kriegt wieder. Gerade lästig. Oh, danke. Aber jetzt muss ich ja noch eine Karte, zwei Karten, das ist super. Meine Karte mehr wie ich. Das ist leider zum Weinen. Nein! Scheiße, ich habe jetzt voll gepusht. Jetzt bin ich selber schuld, also wenn ihr jetzt verliert, dann... Ui, was hast du denn gepfuscht? Naja, ich hab zu viele Karten eingesetzt. Ui. Gott sei Dank setzt der die Karten ein. Gelernte Kälte, das macht nichts. Und hast du noch 23? Oder? Rechts im Stapel. Nein, die Karte, die Kartenanzahl zählt. Ach so, die rechten sind deine gesammelten, oder? Ja. Ich
habe noch einen Bonus. Aber ich weiß nicht, ob der was bringt. Das werden wir eben gleich sehen, wenn es soweit ist. Ah, der hat noch 5 Karten mehr wie du. Ja. Aber er wird gleich hoffentlich was ordentlich verlieren. Akku ist nochmal drauf. Zack, da. So. So, jetzt können wir noch hoffen, dass er nicht über die 41 drüber kommt. Ich muss passen, weil ich habe nichts mehr. Na schau, es könnte sich ausgehen. Na, das muss nichts heißen. Wenn er noch eine gute Karte hat. Ja. Na schön. Gewonnen. So lobe ich mir das. Und der Karte kriegen wir auch noch. So, nur kurz schon was einstellen da. Kurzen Moment, es geht gleich sofort wieder weiter. Ups. Jetzt. So. Hätten wir das auch erledigt. Ein grauhaariger Typ wie du muss ja Erfahrung haben. Kämpfst du gegen die Tanzfische besser als aus meiner Nase geholt? Ich glaube, das ist ein bisschen farbenhaltig, weil du hast weiße Haare. Na ja, grau. Na weiß. Sei gegrüßt. Okay, der kann nicht spielen. Ich würde mir gerne deine Waren ansehen. Aber er hat... Karten. Oh, das hat er. Horn des Kommandanten. Das ist wirklich eine Karte, die kann deinen Arsch retten. Leb wohl. Leb wohl. Ja, du auch. Sind wir pfeifen. Ich glaube, ich hab die Grätze. Bin gestern zum Reisigsammeln genommen. Ja, schimpft dich. Hast du nicht gehört, was der Jäger gesagt hat? Dass sich da ein Monster umtreibt? Ich bin das Monster. Mit Kuhfladen? Beweg dich! Weißt du, was mir gerade auffällt? Da zeigt man nicht an, wie weit die Mumien noch weg sind. Oder? No, zeigt aber nicht an, gell? Ich wollte da. Warte mal, da ist aber ein Fragezeichen. Wachter Schatz. Ein Level 12er Bär. So. Probieren. Weg. Ja, ich weiß auch nicht, dass er hat. Von Bären bewacht. Brustrüstung aus.
Schuss vor. Und? Oh. Jetzt habe ich mich gefreut. Was? Naja, dass es besser ist, das, was ich jetzt anhabe, aber leider nicht. Leider nicht. Was ist mit der Plätze? Ich weiß nicht, brauche ich nicht. Keinen Schritt weiter, sonst bist du gleich so kalt wie die anderen. Nicht mehr. Ziel davor! Ma! Junge! Dass er noch den Mut hat, dass er gegen mich kämpft. Das muss man ihn halt anrechnen, ne? Also traut hat er sich noch. Ja. Moment soll ich finden, ja, das habe ich eh gewusst. Nur. Ich muss das echt schauen, was man da so hört. Ich weiß nicht, was das ist. Das ist wahrscheinlich Kündige. Da werden 10. In die Küche und stahl den Koch den Brei. Da nahm der Koch den Löffel und schlug den Hund entzwei. Darauf ließ er ihn bluten und zog ihm ab das Fell. Und freute sich, jetzt endlich ist Schluss mit dem Gebell. Der Koch ist ein Gemeiner, drum zahlen wir es ihm heim. Wir machen jetzt ein Feuer und kochen ihn zu Leim. Ene mene mu, das Feuer, das machst du. Interessanter Reim. Wir kennen dich nicht. Geh weg! Ich suche nach den Hexen des Buckelsumpfs. Du siehst selber wie eine Hexe aus. Die Hexen? Im Sumpf? Wir dürfen nicht in den Sumpf. Oma erlaubt's nicht. Als mein Bruder Zemek verschwand, meinte Oma, er hätte sich im Wald verlaufen. Danach hat sie dauernd geweint. Er könnte doch noch wiederkommen. Ich suche nach den Hexen des Buckels. Wir dürfen nicht. Er könnte doch. Das wollte ich machen. Was macht ihr alleine hier draußen? Wir sind nicht alleine. Oma ist doch da. Aber wo seid ihr hergekommen? Wir sind Waisen.
Ihr alle? Es ist Krieg, also gibt's Waisen. Wusstest du das nicht? Eine junge Frau hat sich im Sumpf verirrt. Sie hat aschblondes Haar und eine Narbe im Gesicht. Habt ihr so jemanden gesehen? Hier gibt's keine Frauen. Und was bin ich? Du bist keine Frau. Frauen haben Titten. Das stimmt. Als die Armee hier war, habe ich mal einen Alten sagen hören, versteckt die Frauen im Wald. Ihre Titten verwirren die Soldaten. Das quält die armen Jungs. Das hat er gesagt. Ist hier noch jemand außer euch? Wen meinst du? Jemanden, der die Frau gesehen haben könnte. Der sechsäugige Baum vielleicht? Der hat das ganze Jahr geschlafen. Aber Hansi nicht. Was soll das heißen? Was ist das für ein Geplapper, hä? Hier ist der Zutritt verboten. Nur für Kinder nicht. Für meine Kinder. Wer bist du? Mit Schwertern wie ein Bandit. Du sorgst hier für die Kinder? Sie sind meine Enkel. Oma ist lieb zu uns. Heute Abend gibt's Suppe mit Schwarte. Ein paar haben sich verlaufen. Sie fehlen mir. Weißt du, wo sie sind? Niemand weiß es. Die hat sich aufgessen. Bist du eine der Sumpfhexen? Ich hörte, dass im Buckelsumpf... Ich eine Hexe? Quatsch. Ich habe keinen Besen, keine Eule und keine Warze. Meine Nase ist hübsch. Schau. Omas Nase ist wirklich hübsch. Oh, du Schätzchen. Kinder sind so süß. Wer ist Hansi? Hansi fraß ein kleines Kätzchen und dann kackte er vier Tätzchen. Hüte deine Zunge. Die Kinder erzählen vielleicht Geschichten. Ich rede nur mit den Kindern. Hab sie nach einer jungen Frau gefragt. Ich war ein hübsches Mädchen mit einem langen Zopf. Hat meine Mutter geflochten. Ich hatte Kleider mit Blumen drauf. Vielleicht hast du sie gesehen. Jung, aschblondes Haar. Deine Verlobte? Meine Tochter. Tochter. Meine lieben kleinen Töchter. Wo sind sie jetzt? Sind sie vielleicht verletzt? Hilf mir bitte. Ich will nur wissen, ob du eine junge Frau mit aschblondem Haar gesehen hast. Was schaut ihr so, Kinder? Wascht euch die Hände, wir gehen Grillen fangen. Von dir erfahre ich wohl nichts. Nein, ich weiß ja auch nichts. Hansi weiß bestimmt was. Er weiß viel. Wenn ich ihn was frage, sagt er, warte, ich kratze mir den Arsch und sag es dir. Pfui, so ein Wort. Was redest du nur? Ab zur Hütte. Du stellst dich in die Ecke, dafür werde ich sorgen. Du, verschwinde. Verschwinde! Kann ich auch einfach töten, wenn es sein muss. Sag's nur. Stehle ich den armen Leuten? Alles. Alles. Du, da war was drinnen. Das war sicher ein ganzer Schatz. Was dran? Okay, draußen war auch eine Tür. Ich glaube, das war was anderes. Du kannst hier nicht rein. Darfst du nicht. Ich bin aber schon da. Ich will nur mit dem Jungen reden. Geht nicht. Nicht erlaubt. Ich rede sowieso nicht mit dir. Oma mag dich nicht. Und Hansi gibt es gar nicht. Und Fremde stehlen Kinder. Ich habe nur eine Frage an dich. Du sollst nichts fragen, Fremder. Man darf nicht mit Fremden reden. Können wir jetzt essen? Suppe mit Schwarte. Hörst du?
Er hat Angst vor dir. Mach meinen Kindern keine Angst. Jag meinen Kindern keine Angst ein. Na, zittere von mir. Aber warum Hansi, wollt ihr nicht über Hansi reden? Hat's ja schon wenn gegeben, ihn einer von euch kennt, kennen ihn doch alle. Hansi ist nur sein Freund. Sie sammeln Pilze und jagen Schnecken. Oma sagt, Hansi wäre erfunden. Behandelt eure Oma euch gut oder tut sie euch weh? Nie. Sie weint, wenn wir böse sind. Sie hat Angst, dass Fremde uns holen. Und wir dann weg sind. Der Junge, der mit Hansi spielt, muss mutig sein. Nein, er ist nur dumm. Hat sich mal mit nacktem Hintern auf einen Ameisenhaufen gesetzt. Aber er spielt mit Hansi. Er hört nicht auf Oma und geht in den Wald. Und dann muss er in die Ecke. Und er isst Schnecken. Igitt. Sie hat die Stimme von da. Habt ihr Hansi schon mal gesehen? Klar, sieht aus wie er. Beyond. Warum sagst du dann, er wäre erfunden? Von Beyond. Das sagt Oma. Oma weiß viel. Die Blonde. Das Mädchen, das ich suche, ist in Gefahr. Helft mir, eure Oma aus der Hütte zu locken, damit ich mit Hansis Freund reden kann. Na gut, aber du musst auch was für uns machen. Verstecken spielen. Macht Oma nie. Sagt, ihr tun die Füße weh. Gut, versteckt euch. Aber wenn ich euch finde, helft ihr mir, mit dem Jungen zu reden, der Hansi kennt. Die Hexe wird das erleichtert, ha? Er glaubt, er findet uns so einfach. Der hat sich noch nie vor den Schwarzen versteckt. Hört? Nicht gucken. Und du musst laut zählen. Alle Finger. Und die Zehen. Und die Zehen. Eins, zwei, drei, 18, 19, 20. Papa, bin ich gescheit. Alles muss versteckt sein. Eckstein, Eckstein. Können wir am Dach oben. Hab ich dich. Hab dich. Komm raus. Wie hast du mich gefunden? Die wüssten, mit wem sie sich da gerade verstecken spielen, ha? Ja. Hab ich dich. Hab mich. Der andere sein noch, der letzte. Irgendwo muss er ja sein. Hab ich schon. Aha, wie komme ich denn da rein? Okay, warte mal, der ist hinten durch vorbei. Der ist da rein und durchs Fenster. In die Kiste? Na, schau her. Stimmt.
Der ist sicher da durch, hier beim Fenster raus. Da ist er nicht da gesessen? Im Busch da? Ja, da. Ich habe alle gefunden. Du bist ein Zauberer, oder? Zauberst du uns bei der Hütte was vor? Nein, ihr habt mir was versprochen. Ich habe euch alle gefunden. Jetzt müsst ihr mir helfen, mit Hansis Freund zu reden. Na klar, haben wir ja versprochen, oder? Mach. Oma, eine Hummel hat Jagna in den Arsch gebissen. Oma, komm! Keine Angst. Ich weiß nichts. Ich tu dir nichts. Wo ist Oma? Beschäftigt. Zum Glück. Warum hast du Angst zu reden? Ich hab gar keine Angst. Ihr habt alle Angst vor irgendwas. Sonst hättet ihr mir von Hansi erzählt. Ich hab Angst um Hansi. Er kommt schon lange nicht mehr. Einmal habe ich beim Pilzesammeln seinen Bau gesehen. Aber Oma hat mich angeschrien. Nicht mit Fremden reden, weil sonst Kinder verschwinden. Sie hat auch Angst um Hansi. Aber sie sagt, er wäre erfunden. Wo sind deine Eltern und die deiner Freunde? Tot. Verhungert. Oder getötet, wie meine. Einmal bin ich morgens losgegangen, um Beeren zu sammeln. Da gab's noch welche. Als ich nach Hause kam, habe ich Schreie gehört. Dann Lachen. Ich habe mich oben im Gebüsch versteckt. Meine Mutter hat geschrien. Die Soldaten haben gelacht. Papa lag bei der Scheunentür. Ohne Kopf. Und dann Mama. Schon gut. Das genügt. Ich will nur mit Hansi reden. Vielleicht weiß er mehr als du. Du tust ihm doch nichts. Hier ist den Hansi. Er ist echt nicht erfunden. Ich werde ihm nichts tun. Hansi war oft hier, weil Oma ihn gerne singen hört. Beim Pilzesammeln hat er gesagt, dass er im Sumpf ein Mädchen mit aschblondem Haar gesehen hat. Wo finde ich Hansi? Am Sumpfrand gibt es eine kleine Wiese mit so einem komischen Baum. Schau dich da um. Da findest du ihn. Danke. Okay, da komme ich irgendwie nicht dran. Was ist los? Wer hat dir Arsch gesagt? Schlimmes Wort. Entschuldige. Oh. Die Ratten fressen deine Augen nicht. Na, wie lange soll ich noch warten? So schier. Wenn Hansi echt ist, muss er Spuren hinterlassen. Kleiner Fußabdruck. Hansi ist hier lang gekommen. Sumpf wahrscheinlich oder Moor oder so. Und das da. Ja, das ist immer so.
kommen alle auf einmal. Verlieren wir die Nerven. Das lässt, gell? Ja, genau. Hellzeug. Wasser könnte man da. Ist die Spur. Über den Hansi verfolgt er noch die Spuren. Hansi! Die Spuren führen zu einem Bau, was da wohl drin ist. Der Hansi! Der war ja wohl schier, der Hansi. Ich weiß gar nicht mehr. Hansi? Oder so. Ah ja, genau. Da haben sie gesagt, den haben sie, den wollten sie nicht, weil er missgebaut ist oder irgendwie sogar. Ich weiß nicht, was mit dem war mehr. Bist du ein Booker? Ein Lutin? Ah, ein Göttling. Ihr seid selten geworden. Ich suche ein Mädchen mit aschblondem Haar. Hast du sie gesehen? Sag mir alles von Anfang an. Wo hast du sie gesehen? Was hat sie gemacht? Es ist wichtig. Warum nicht? Ich kann nicht reden. Du lebst hier? Gemütlich hier. Ein guter Platz. Du weißt sicher, was so alles im Sumpf passiert. Machen Monster in der Nachbarschaft dir nichts aus? Kennst du die Kinder von der Lichtung gut? Keine Angst. Ich tue keinem von ihnen was. Was ist los? Kannst du nicht reden? Warum nicht? Hast du die Stimme verloren? Kann ich dir irgendwie helfen? Gibt er nicht seine Stimme wieder zurück irgendwie oder so? Soll ich dir folgen? Ich habe wohl keine Wahl. Lauf, Hansi, lauf schneller. Bleib dicht bei mir.
Hier also? Ich sehe mich mal um. Ist da was auf dem Sims? Etwas, das dir die Stimme zurückgibt? Dann muss ich wohl hochklettern. Das gefällt dir.